Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir wollen heute in unserer Dokumentenfälscherei Waren wegbringen. Wir wissen nur noch nicht, für wie viel Tausend wir das machen werden oder wo wir es hinverkaufen, glaube ich, oder? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Hier ist auch so dem Spieler direkt. Alter, wie viele Fahrzeuge hier stehen. Motorräder. Mal los. Ja, wir können nur zwei wegbringen. Wahrscheinlich. Brauchen vier Leute dafür, ohne Witz. Müssen wir hoffen, dass die anderen Bikes nicht zerstört werden, aber die werden hundertprozentig zerstört. Schwöre ich dir. Naja. Mal schauen. Wird dann halt nur die Hälfte, ist aber nicht so tragisch. Wenn wir es bis dahin schaffen, da unten. Ja, auch noch nicht so ganz klar. Bisher haben sie die Dinger nicht zerstört, das wundert mich echt. Mich auch. Ach, musst du auch dahin, wo ich hin muss? Ja. Oh doch, jetzt haben sie einen schon mal zerstört. Und den zweiten zerstört. Okay. Toll. Dann lass uns versuchen, die wegzubringen. Ja, gibt's halt nur die Hälfte. Ist halt so. Aber dafür haben wir ja auch gar nichts damit gemacht. Das hat einfach für sich hin produziert. Wenn wir die beiden jetzt wegbringen, ist das okay, finde ich. Also, wenn wir es schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, ist ärgerlich. Wir können ja gleich nochmal versuchen, eventuell im Bunker ein paar Waren wegzubringen, also Produktionsvorräte. Können wir gerne machen. Kriegst du hier eigentlich auch Erfahrungspunkte, wenn du in der Nähe bist? Eigentlich schon, aber jetzt gerade nicht. Weil du nicht in der Nähe bist. Und doch, ich bin direkt hinter dir, das ist nicht das Problem. Ich sehe keinen Kreis um dich herum, wo ich normalerweise sein sollte. Okay, oh, jetzt kommt die nächste. Wer ist die nächste, die reinkommt? Ja. Wir werden sehen. Mandy Rose bestimmt. Jo, sag ich doch. War klar. Auch die weiß angezogene. Weil die jetzt ein Team gegen eine gute haben, gegen den Face. Oh nein. Nein, fliegendes Auto. Das nennt sich Face eine gute. Fliegendes Auto. Oh, jetzt nicht mehr. Ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Face und den anderen hier, den... Heal? Ja. Die Faces sind die Guten und die Heals sind die Bösen. Ja, aber was machen die, was ist in deren Aufgabe unterschiedlich? Ja, die anderen spielen eine böse Person, die anderen eine nette Person. Ach, es geht nur einfach nur um den Gemütszustand des Menschen, wie er sich gegenüber anderen benimmt. Zum Beispiel. Okay. Man kann beispielsweise auch einen Heal an seinen Moves erkennen oder einen Face. Wenn okay. Ein Heal macht oftmals Dirty Moves halt, was weiß ich. Wo fährst du eigentlich hin? Dann muss ich woanders hin. Achso. Ich muss nach hier hinten. Ein Heal macht oftmals halt, wie gesagt, Dirty Moves. Zum Beispiel tritt auf die Füße. Ja. Tritt in die Eier, wenn es der Referee nicht sieht, wie auch immer. Oh, ich bin vom Motorrad gefallen. Ja, ich musste mein Motorrad in einem LKW verstauen. Ja, das muss man hierbei machen. Normal.
Hast du Geld gekriegt? Nee, noch nicht. Okay, dann muss ich das erst wegbringen. Okay. Also ich habe jetzt gerade 15 Dollar von einem Obdachlosen geklaut. Ja gut, das zählt nicht. Hä? Wo ist der LKW? Und nochmal 32 von einem anderen Obdachlosen. Oh! Die Face wird gerade richtig vermöbelt. Ja, natürlich. 2 gegen 1. So, ich bin auch da. Jetzt pinnt die andere nochmal. Bumm! Ah, ihr seid so dumm, ey, ihr Weiber. Ich hab 62.000 gekriegt. Ich hab 8.638 gekriegt. Okay. So. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir holen noch einmal Nachschub für die Dokumentenfälscherei. Und danach machen wir Bunker. Jo. Klingt gut, okay. Machen wir so. Klingt gut. Okay. Oh, 10 Kilometer bis dahin habe ich. Okay. Bist du auch schon auf dem Weg? Bin gleich auf dem Weg, ja. Meinst du, ich finde... Alter, die haben mir voll das Knie in die Fresse gehauen, ey. Die Arme. Ja, ja. Ja, ja, die können dann einem leid tun. War aber klar, dass das so startet. Ja, ne? Jetzt kommt gleich als nächstes kommt dann wahrscheinlich die andere, die ich will jetzt nichts Falsches sagen. Die Sasha Banks, die mit den lilanen pinken Haaren, genau. Ja, ja. Genau. Natürlich kommt die. Und danach wird die andere kommen, die Heel. Wie heißt sie? The Champion oder was? Ja. Oder Alexa Bliss. Das ist durchaus möglich. Obwohl es egal ist, ob Mickey James ist. So, Sasha Banks. Ja. Oh. Hat Alexa gerade reagiert? Ja. Weil ich den Vornamen von Bliss gesagt habe. Ach so. Also ich habe noch 5,49 Kilometer bis da. 6,3. Alter, wie die jetzt auseinandernimmt, ey. Ah ja, weil die frisch ist, sozusagen. Ja. Alter, wie die drauf einkloppt, ey. Ist die auch eine Heel, oder was? Sasha Banks, oder ist die... Nee, die hilft jetzt ihrer Freundin Bailey. Achso, die sind, Die sind eigentlich gut verbündet, aber ich glaube, dass die das bald nicht mehr sind. Meinst du? Ja. Warum? Weil sie manchmal schon, zum Beispiel beim Royal Rumble, kam die sehr heelig rüber. Aber man wird sehen, mal gucken. Okay. Oh, voll von Stein. Die beiden Weißen werden als erstes eliminiert. 100%. Und ich glaube, dass die blonde Weiße als erstes eliminiert wird. Nee, die wird, die Schwarzhaarige wird, glaube ich, als erstes eliminiert. Upsala. Ja, man sollte wirklich auf die Straße gucken, ne? Ja. Wenn Use Katten ne Kauwas Masten wie Upen Balkentown melken. Ah ja. Was? Das ist ein Amerikaner, wahrscheinlich. Ne, NLNF Fischkopf. Hä? Vielleicht ist das Fischkopf. Vielleicht ist das Fischkopf.
Vielleicht ist das Fischkopf? Das wäre witzig. Ja, ne? Ach, das war platt. Ja, okay. Das war platt, Alter, das hat sich... Als ob das der ist, ey. Ja, ich schreib's einfach mal, vielleicht ist das. Weiß man nicht. Ja gut, man weiß es natürlich nicht. So. We've hired one of our rivals guys to come with the supplies and do some work. Oh, sie ist aufgestanden. Pick him up and bring him in. Sag ich doch, Mandy Rose ist eliminated. Echt, die Blonde war als erstes eliminiert. Ja, das ist das, was ich getippt habe. Das war mir klar. Ja. Oh, bei diesem Auftrag werden zwei Fahrer benötigt. Ja, das ist gut, so. Gut, dass wir zu zweit sind. Ja. So. Alter, wie die da drinnen guckt in ihrem Chamber, ey. Es ist oftmals so. Sieht gut aus, fliegt aber früh raus. Bietta in Lühling, was? Ist ja egal. Kommst du jetzt auch mal hinterher? Ja, mach ich. Ich häng dir am Arsch sozusagen. Ich seh dich nicht. Echt nicht? Nein. Alter, ich bin direkt hinter dir. Ich sehe überhaupt niemanden. Junge, ich fahr dir die ganze Zeit hinterher, sozusagen. Nein, du bist nicht hinter mir. Doch. Nein. Also gefühlt bin ich hinter deinem Rücken 10 cm. Wo bin ich denn gerade? Du fährst jetzt auf der Autobahn auf der rechten Spur. Jetzt bist du fast auf der Mitte, jetzt links. Okay. Du überholst gerade ein Auto, fährst okay. In die Kurve hinein, rechts an einem Auto vorbei. Ich sehe dich nicht. Ich sehe gar nichts. Ich sitze in demselben Auto direkt hinter dir. Ach so. Okay. Ach so, ich dachte, du würdest in deswegen, einem anderen Auto sitzen. Ich fahre dir hinterher, sozusagen. Oh! Oh! Fuck. Nein! Ich hab nicht gemerkt, dass du im gleichen Auto sitzt. Echt nicht? Nein! Hey, wo ist der denn, der Junge? Was macht der denn? Fährst du jetzt auch mal los? Ja! Hättest du auch sagen können, dass du bei mir im Auto drin bist. Nö, das war ja gerade so witzig, deswegen habe ich nichts dazu gesagt. Nee, ich merke jetzt schon. Ach, jetzt ist die komische Amazonin da. Amazonin? Ja, guck mal, wie die angezogen ist. Ja, Mickey James, ja. Das ist die Älteste. Wie alt ist sie denn? Hat auf jeden Fall schon ein Kind. Okay. Ich glaube, die ist 40 oder so. Oder fast 40. Alter, so wie langsam inszeniert einfach die da dieses Ding da hochklettern, ey. Ja, das ist halt Frauenwrestling. Also ein 1 gegen 1 oder ja. Wenn alle es wirklich drauf haben,
Das kann gut werden, aber so ein Multi-Man-Match ist oftmals, wenn da einer scheiße ist, dann wird das ganze Match scheiße. Okay. Ich will die Wiesen worde Timmermann Gattenlatten hat. Müssen wir mal gucken, ob bei Fischkopf auf dem Kanal demnächst GTA Online hochkommt. Ja, müssen wir mal gucken. The Original Cowboy Builder steht bei mir hinten drauf. The Original Cowboy Builder steht bei mir auch. Okay, ich habe aber ein rotes Auto. Ich habe ein weißes. Aber die steht auch McGill Olsen an der Seite, Mickey oder? Mickey James ist raus. Wie? Ja, ich dachte, dass Mickey James und Alexa Bliss bis zum Ende übrig bleiben. Mickey James war wer? Die Amazonen. Die Amazonenfotze, okay. Amazonenfotze. Aber wie schnell ging das denn, dass sie ausgepinnt wurde? Ja, ja. Die ist doch gerade erst 15, 20 Sekunden drinne gewesen. Ja, das ist richtig. Oh oh, die andere Alexa Bliss, die hat jetzt richtig Schiss gegen die anderen beiden wahrscheinlich. Ja. So. Alles klar. Dann sind wir schon wieder fertig für heute, oder? Ja, 16 Minuten zwar, aber wir sind noch im Ladebildschirm. Echt? Ja, bei mir im Ladebildschirm. Ich nicht. Naja, ich sage jetzt schon mal adieu. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss. Au.